Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge PokeCraft. Ja, ich nehme mal wieder auf und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal auf den Server, weil heute wurde die vierte Generation freigeschalten und wir gucken mal. Wir gucken mal, was wir heute so finden. Ich dachte, ich nehme die ersten Schritte mit den neuen Pokémon mal auf. Vielleicht finde ich ja was Cooles. Okay, es lädt jetzt erstmal nicht, sehr schön. So, dauert immer ein bisschen auf den Server drauf zu kommen. Ich bin schon gespannt, was sich alles so verändert hat. Ich weiß gar nicht, wie viele. Da ist erstmal ein Rayquaza. Okay, gut. So, wie viel sich verändert hat, wollte ich sagen. Ob es besondere neue Pokémon gibt. Ich weiß gar nicht, was gibt es alles in der vierten Generation? Weiß das einer? Wo gehen wir denn jetzt zuerst mal hin? In welche Richtung? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch noch nicht, welche Pokémon ich gerne haben möchte, ehrlich gesagt. Das müssen wir mal alles schauen. Wo gehe ich denn jetzt hin? Ich habe keine Ahnung. Sollen wir wie immer Richtung Savanne gehen? Da ist ein Schuppet. Schuppet. Aber ich glaube, das gab es bisher auch schon. Warum läuft denn das gerade nicht? Warum hängt denn das Ganze gerade so? So, dann gucken wir mal nach neuen Pokémon. Gehen wir Richtung Feuerarena. Das ist gerade Tag, nicht Tag, es ist schon doof. Man sieht ja im Dunkeln gar nichts. So. Hallo? Neue Pokémon? Neue Pokémon wären cool, bitte. Das ist kein Pokémon. Das ist ein Typ. Ich habe ja gestern in dem Turnier fast gewonnen. Gestern, vorgestern, wenn die Folge kommt, ist vorgestern. Mal gucken. Dankeschön. Oh, mein Starter. Ich habe meinen Starter noch nicht gezeigt. Es ist ein Plinfer. Weil ich dachte mir, ist sicher nützlich später mal. Die Entwicklung ist ja Typ Wasserstahl. Das ist eine ganz coole Typkombination, würde ich sagen. Kann man auf jeden Fall gebrauchen. Jetzt sind wir gleich erstmal aus der Stadt raus. Dann spawnen hoffentlich neue Pokémon. Was gibt es denn in der vierten Generation? Ich glaube, da sind gar nicht so viele neue dazugekommen. Oder? Das Diamantperl, ne? Ha. Das ist ein Vulpix. Das ist kein neues Pokémon. Sichlor ist auch nicht neu. Hm. Hier ist nichts. Was ist denn vierte Generation? Staravia ist vierte Generation. Knackrack ist, glaube ich, auch vierte Generation. Mehr fallen mir spontan nicht ein. Das ist traurig. Die Starter natürlich. Ah, Luxtra, ja! Also, das ist noch kein Luxtra, aber es wird Luxtra. Mir ist nur gerade eingefallen, dass Luxtra in der Generation ist. Stimmt, cool. Auch gut, dass ich da meinen Blindfall stehen habe. Ah ja, das ist auch nur Level 11. Okay. Hey, du kriegst ganz viele XP, Blindfall. Cool. Erstes neues Pokémon. Sehr schön. Dankeschön. Dich wollte ich nicht, aber okay. Habe ich... Nein, ich habe keine Ananas mehr. Die heilen immer so schön. Ja, cool. Das ist auf jeden Fall kein schlechtes Pokémon, Luxtra. Ich glaube aber nicht, dass ich es im Turnier einsetzen möchte. Das Turnier für diese Generation, also für die vierte Generation, ist übrigens schon am Sonntag nächste Woche. Soweit ich das richtig mitgekriegt habe. Oh, Vegemite. Hm, lecker. Wer auch immer mir das gegeben hat, dankeschön. Das liegt einfach daran, dass Balui und ich am Wochenende danach keine Zeit haben und zwei Wochen dazwischen ist halt immer doch doof. Wird halt langweilig und wir wollen, das ist ein Boss. Oder bist du Shiny? Nee, das ist ein Boss. Weil der Shiny-Sichlor sieht fast so aus wie das Boss-Sichlor. Weil das auch einfach grün ist. Das ist auch nicht neu. Ob es in der Savanne so viele neue gibt. Anscheinend gibt es hier, ja, Luxtra und seine Entwicklung. Soweit bin ich schon. Also ich hätte gern Knackrack im Team nächste Generation. Ich glaube, Galagladi. Es sind halt viele Pokémon dazugekommen, die, also keine neuen Entwicklungsreihen. Davon sind nicht so viele hinzugekommen. Aber es sind viele neue Entwicklungen für bereits vorhandene Pokémon dazugekommen. Durch Finsterstein und Leuchtstein. Heißt es Leuchtstein? Sowas in die Richtung heißt es jedenfalls.
die sind ja dazugekommen und dadurch gibt es halt jetzt eine Menge neue Entwicklungen für Pokémon. Das heißt, Togekiss hätte ich eigentlich auch gerne im Team, glaube ich. Togekiss wäre cool. Galagladi, Togekiss, Knackrack. Ich stelle schon mein Team zusammen. Kann man ja schon mal machen. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr coole Vorschläge für Teams habt. Also Teams, die gut ausgeglichen sind irgendwo. Das wäre schon cool. Weil es echt nicht so leicht ist, Teams zu machen, die keine Schwächen haben. Das ist echt schwierig. Das ist kein neues Pokémon. Ich bin auch nur zu Fuß unterwegs, falls ihr euch fragt, warum das so langsam ist. Das ist Absicht. Weil die Pokémon einfach besser spawnen, wenn man zu Fuß unterwegs ist. Wenn man nämlich reitet, dann sind die immer so schnell... Autsch. Au. Dann sind die immer so schnell... also dann ist man so schnell durch, dass nichts nachspawnt. Das ist so das Problem dabei. So, wir kommen davon jetzt in die Savanne. Ja. Nein, Brushland. Okay, nicht Savanne. Nein, doch, das ist Savanne, das davor war. Okay. Es hat dich nicht aktualisiert. Hey, fies! Nicht! Ich sehe noch keine neuen Pokémon. Aber ein neues haben wir schon gefangen. Das ist doch schon mal was. Das ist ein Meisterball. Okay. Hätte mich gewundert, wenn ich den nicht hätte. Das wäre schon irgendwo traurig. Hallo, Pokémon! Irgendwo was Neues? Ich würde sagen, wir gehen weiter Richtung Feuerarena. Hier spawnt gerade nichts. Aus irgendeinem Grund. Sehr seltsam. Nö. Das ist nichts Neues. Ich nehme mal ein bisschen Essen mit. Vielleicht ja hier. Was ist denn das für ein Biom? So. Erstmal nach der Katze geguckt. Die macht Mist. Okay. Es könnte mal irgendwas spawnen. Ich warte mal hier ein bisschen. Vielleicht spawnt ja was da hinten. Das C, das kennen wir schon alles. Nidorino. Fukano. Haben wir hier irgendwas? Was ist das eigentlich für ein Biom? Sehr seltsam. Das ist ein Tauros, okay. Das ist leider nicht die neue Generation. Wir könnten mal dagegen kämpfen, dass sich vielleicht Plinfer entwickelt. Dann haben wir ja schon eine Entwicklung. Oh. Und weg. Das ging schnell. Level 10, Level 11. Ach stimmt, Lux. Wie heißt die erste Entwicklung? Luxio ist die zweite Entwicklung. Ist das schlimm, dass ich das nicht weiß? Warum weiß ich denn das nicht? Das gibt's doch nicht. Okay. Fällt mir gerade nicht ein. Fällt mir wahrscheinlich nach der Aufnahme ein. Das ist immer so. Das ist leider. So ist es. So. Level 14, Level 13. So. Hat nicht gereicht, schade. Ist da hinten noch irgendwas? Was ist das für ein Biom? Ich war hier noch nie. Ich war noch nie in diesem Biom. Da schwimmt ein Fukano. Das ist immer eine gute Idee zu schwimmen, wenn man ein Feuer-Pokémon ist, habe ich gehört. Und da entwickelt sich das erste. Wird zu einem Luxio. Cool. Ich weiß gar nicht, wie groß es ist. Ich habe gar nicht nachgeguckt. Cool. Die Größe ist riesig. Okay. Na gut. Mein Flintfer ist, soweit ich weiß, auch riesig. Also passt. Oh, komm mal bitte wieder zurück. Bleibt das da halt einfach draußen. Okay.
war nichts Interessantes. Wo ist denn die Feuerarena? In die Richtung. Dann gehen wir in die Richtung. Ich weiß gar nicht, wo Knackrack spawnen soll. Vielleicht auch im Mesa-Biom, aber das wäre doch... Wäre das nicht langweilig, wenn die ganz guten Pokémon im Mesa-Biom spawnen? Mist. Das war fast getroffen. Ich möchte Plinfa entwickeln. Komm schon. Also viele neue Pokémon wird es jedenfalls wieder geben, wenn Schwarz-Weiß, also wenn die fünfte Generation rauskommt. Da wird es eine ganze Menge geben. Da sind nämlich unglaublich viele neue Pokémon dazugekommen. Das wird schon cool. Da freue ich mich drauf. Da werden überall neue Pokémon sein. Jetzt. So. Was ist denn das Flug-Pokémon dieser Generation? Das Staravia, ne? Und Staraptor. Soweit ich weiß. Auch noch nicht gesehen bisher. Was soll denn das? Finde ich fies. Ah, das ist die Wüste. Gehen wir mal in die Wüste. Nächstes Biom. Man könnte auch auf einer normalen Wiese gucken. Vielleicht spawnt da auch was. Wer weiß. Da müsste ja das Staravia. Die spawnen ja meistens in den normalen Gebieten, die Pokémon für den Anfang. Ich weiß echt nicht, was alles vierte Generation war. Keine Ahnung. Ich habe, ehrlicherweise habe ich die vierte Generation, glaube ich, am wenigsten gespielt. Von allen Pokémon-Spielen. Ich glaube, die habe ich nur einmal tatsächlich durchgespielt und dann noch ein zweites Mal jetzt als Let's Play vor einer Weile. Und das war's auch. Ich kenne mich damit echt nicht aus. Das ist traurig. Wobei es gar keine so schlechte Generation war. Aber ich hatte einfach nicht die Möglichkeit, das zuerst zu spielen, als es rauskam, weil ich keinen DS hatte. Ich hatte noch meinen Game Boy Advance, deswegen konnte ich die vierte Generation gar nicht so sehr spielen. Und erst im Nachhinein spielen, als ich mir dann selber einen DS kaufen konnte. Was aber definitiv eine Weile gedauert hat. Aber billig sind die Sachen ja nicht. Zumindest, wenn man nicht Geld verdient. Wenn hier mal was anderes als Georock bitte spawnen würde. Ich könnte mir halt vorstellen, dass hier eventuell Knackrack spawnt in der Wüste. Könnte ich mir halt vorstellen. Unter Umständen. Oh, okay. Nichts Besonderes. Und es hat Robustheit. Natürlich hat das Robustheit. Was sollte es auch sonst haben, wenn ich Robustheit... Schnabel willst du lernen? Na gut, viel Spaß. Hat immer noch nicht gereicht. Bei 15. Hier geht es nicht weiter. Ich sehe auch nur Ibitak. Ibitak, Ibitak, Ibitak. Kein Staraptor oder so. Vielleicht spawnt... spawnt. Mhm. Spawnt ja Knackrack nachts. Das kann ich mir noch vorstellen. Das wäre schon cool, so direkt auf dem Server, direkt einen Knackrack fangen. Man muss natürlich immer das Glück haben, dass es das richtige Wesen hat. Oder man züchtet. Aber das ist Züchten, hier habe ich das Gefühl, ist mega umständlich. Ja, man muss ja extra so hübsche Gebiete für die Pokémon machen, dass die sich wohlfühlen. Wir können gleich noch ins Mesa-Biom gehen. Vielleicht gibt es da ja was Neues. Wenn ich erstmal wieder ein bisschen was gegessen habe, dass ich überhaupt irgendwo hinlaufen kann. Mais. Und neues Essen. Weil der liebe Baloo hier hat ja die tolle Mod drauf gemacht, dass man alle Sachen nur ein paar Mal essen kann, bevor sie nichts mehr heilen. Ist ganz toll. Ist gar nicht nervig. Nein, nein. So überhaupt nicht. Dann gehen wir mal ins Mesa-Biom. Das war ja das Biom der dritten Generation quasi. Das sind ja die ganzen guten Pokémon aus der dritten Generation gespawnt. Ich guck noch, ob hier irgendwas ist. Irgendwas Cooles. Außer Magnaien. Hier gibt es nichts außer Magnaien. Magnaien hat einfach alle anderen Pokémon gejagt. Ja, geil. Hey! Das habe ich zwar schon, aber in einer anderen Größe. Shiny.
Das war zwar nicht der Plan anscheinend, die zu fangen, aber okay. Oh. Das ist erstmal raus. Das Dumme ist, ich kann das nicht angreifen. Das kriegt nur Schaden. Zu viel Schaden. Auch wenn ich es schon habe, aber okay. Es kriegt ja Schaden durch den Sandsturm. Das ist ja auch nicht schlecht. Und es wird schon irgendwann in einem Hyperball drin bleiben. Hoffe ich mal. Da ist es, man sieht es nicht. Ich kann auch hier im Hintergrund schon mal beobachten, ob ich neue Pokémon sehe. Da ist ein Makago. Das ist nicht das, was ich brauche. Oh, ich glaube, meine Musik-Playlist ist zu Ende. Gut. Okay. Läuft. Jetzt, du blödes Ding. Bleib doch mal bitte drin. Meine Güte. Was ist das da hinten? Was ist das dahin? Ist das eins von diesen... Wie heißen denn die komischen Dinger, die je nach Gegend, wo sie herkommen, anders aussehen? Diese, die in so einem Kokor sind. Ist das aus der vierten Generation? Oh, ist es weg. Toll. Girafarig! Ich kann es nicht angreifen. All meine Attacken sind so mega effektiv dagegen. Ich kann mein eigenes Girafarig einsetzen, das aber auch 10 Level drüber ist. Warum brennt mein Girafarig? Nicht, besiege nicht dich selbst. Warum kann ich eigentlich gerade den Kampfbildschirm nicht drehen? Guck mal, ich kann das gerade nicht drehen. Das will nicht. Oh, du bist eine Nervensäge. Sondergleichen. Was ist denn los damit? Was hat das für eine Fangrate? 0? Warum weigert es sich denn? Ja, danke schön. Und Plinfa entwickelt sich. Na, das ist doch nett. Das hatte doch einen netten Nebeneffekt, das Shiny zu fangen, würde ich sagen. Oh, wie groß wird denn das? Oh, wow. Das ist jetzt schon größer als ich. Okay. Nicht schlecht. Okay. Oh, ich rufe es mal zurück. Das ist so. Despota, lass das. So, guckt mal. Meine zwei Shiny Girafarig. Das ist sein großer Bruder. Okay. Habe ich jetzt ein riesiges und ein kleines? Wobei, ich glaube, das Girafarig ist nicht riesig. Das ist normal groß. Wie klein ist eigentlich mein Girafarig? Können wir darüber mal reden? So, wir gehen jetzt ins Mesa-Biom. Weil ich dachte, ich hätte da ein neues Pokémon gesehen. Wobei, es könnte auch so ein, wie heißen die Dinger? Die sich beim Wetter anpassen. Ihr wisst, was ich meine. Man hat es halt nicht richtig gesehen. Wobei ich hätte wahrscheinlich... Nein, ich konnte im Kampf, glaube ich, nicht zoomen. Egal. Wir suchen mal. Ob wir in der Entfernung irgendwas sehen. Das ist ein Esel und kein Pokémon. Ich dachte kurz, aber es war nur ein Esel. Sandama, das kennt man schon. Wo komme ich denn hoch? Hey, fies. Hallo, ist hier was Neues? Level 4er Trainer, wow. Herzlichen Glückwunsch. Das ist ja mal beeindruckend. Nichts. Gar nichts, das kann doch nicht sein. Nö. Hier ist nichts Neues. Ja gut. Das ist aber fies. Finde ich so ein bisschen. Tja. Abgrund. Ist gerade Sora auf den Server gejoint und direkt wieder gegangen? Was war denn das? Okay. Ja gut. Mach ich auch immer. Hier ist nichts Neues. Das ist gar nicht nett. Also wirklich gar nichts Neues. Das kann doch nicht sein, dass das Luxtra, Luxio, was auch immer, das einzige ist, was ich neu gefangen habe. Gibt's was unterirdisch? Hallo?
Nee, ich habe keine Lust, unterirdisch zu gehen. Ich komme hier nicht mehr raus. Okay. Dann halt nicht. Komm man hier drüben raus? Oh, das gibt's doch jetzt nicht. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Doch, hier. Tja. Warum gibt's hier keine neuen Pokémon? Reden wir darüber. Die Magnaien haben sie alle gefressen, ich sag's euch. Die Magnaien haben all die neuen Pokémon gefressen. Traurig, aber wahr. Tja. Dann gehen wir nochmal in die Savanne. Ab in die Savanne. Es ist echt fies. Immer wenn ich Pokémon suche, kommt nichts. Ich wette, sobald ich aufhöre aufzunehmen, spawnen überall neue Pokémon. Naja, ich habe heute einen Shiny gefangen. Und schon ein bisschen Pokémon entwickelt. Das ist ja auch nicht scheiße. So ist es ja nicht, ne? Aber es sind halt überall nur Magnaien. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Wir gehen jetzt nochmal in diese Wüste hier. Von der ich nicht weiß, ob da irgendwas Besonderes überhaupt spawnt. Keine Ahnung. Außer Magnaien. Gibt es so wenig neue Pokémon in dieser Generation? Wie cool das aussieht, wie das da Mond steht. Okay. Ja gut. Das Biom hier ist ganz schön groß, aber es ist alles voller Magnaien. Die sind wie Yugong in Eisbiom. Überall. Hallo? Magnaien, Magnaien, Magnaien. Es ist echt nicht normal, oder? Das ist eine Epidemie. Da komme ich nur wieder in die Savanne, ne? Und ich kann schon nicht mehr rennen, okay. Und die Sonne geht auf. Guckt euch das an. Nichts anderes außer den. Vielleicht gehen wir mal hoch, dann können wir auch besser sehen. Ich dachte, nachts spawnt wenigstens vielleicht was Neues, Cooles. Keine Ahnung. Wohl eher nicht. Gucke mal, ob ich irgendwo was sehe, was sich bewegt. Aber, nee. Nichts. Da geht's nur wieder in die Savanne, aber da habe ich keine Lust drauf. Ist das Savanne? Ja, das ist... Ich bin mir nicht sicher. In die Savanne muss ich ja nicht nochmal gehen. Ich würde gern so eine normale Wüste haben. So eine normale Wüste, so ein normales... Wiesending. Ja, danke schön. Da hat es mich jetzt ernsthaft von der Flucht abgehalten? Na dann. Wenn du unbedingt eine Steinkante ins Gesicht willst, kann ich ja nichts dran ändern. Bis. Vielleicht soll ich mal eben auf der Karte nachgucken. Ich habe einen Vulpix gehört, glaube ich. Aber das ist auch kein neues Pokémon. Da hinten scheint eine normale Wiese zu sein. Nein, ist es nicht. Oder? Ich habe keine Ahnung. Aber es ist auch keine Savanne. Was ist es? Was bist du für ein Gebiet? Fluss. Ich habe auch noch keinen Staravia gesehen. Ich habe echt keine Ahnung, welche Pokémon es diese Generation neu gibt. Aber auch das Gefühl, es spawnen nur ganz wenig Pokémon. Da ist ein Georock. Natürlich spawnt erstmal ein Georock. Ich suche neue Pokémon und da ist ein Georock. Die Schokolade hat weniger Gehalt als gehofft. Das ist aber doof. Dann nehme ich mal wieder neues Essen mit. Und wir laufen noch ein bisschen hier. Wir gucken mal, in welche Richtung laufe ich denn am besten. Wo bin ich? Wo bin ich? Ich sehe mich nicht. Ich sehe mich halt echt nicht. Bin ich blind? Hä? Das ist das Mesa-Gebiet. Das, aber... Warum werde ich nicht... Werde ich nicht auf der Karte angezeigt? Ich bin verwirrt.
Ich bin echt verwirrt. Wo bin ich? Naja. Vielleicht finden wir ja hier neue Pokémon, auch wenn hier nichts spawnt außer Georok. Ich gehe mal eben auf mein Girafarik. Ja, oder ich gebe was in Chat ein. Das ist genau das, was ich machen wollte. Da oben ist was Grünes. Also was schön Grünes. Das hier ist zwar auch grün, aber naja, nicht so richtig grün. Genau so eine Wiese habe ich gesucht. Weil es da doch meistens einige Pokémon gibt. Genau, Plains heißt das, richtig. Schwalbini. Dann Schwalboss, Entschuldigung. Ich esse mal was, in der Zeit darf dann gerne was spawnen um mich herum. Okay, vielleicht kein Trainer. In der Zeit darf was um mich spawnen, es sei denn, es ist ein Trainer. Miltank, Gratigal. Das kann doch echt gerade nicht sein. Ist das ein Witz? Dass hier gar nichts spawnt. Was soll denn das? Mal ehrlich, was habe ich getan? Dass hier gar nichts kommt. Gar nichts Cooles. Gibt es echt so wenig neue Pokémon diese Generation? Dann ist es vielleicht nicht schlecht, wenn wir die Generation ein bisschen kürzer machen. Also, wenn wir es schnell machen, bis die nächste Generation kommt. Ist die vierte Generation die mit den wenigsten neuen Pokémon? Ich sehe auch von hier nichts. Nichts Besonderes. Es spawnt auch nicht so viel, oder? Da ist ein Donphan. Ganz viele Kickli. Komm schon. Gib mir ein neues Pokémon. Potrot. Ha. Seltsam. Aber die neue Generation ist auf jeden Fall drauf. Da, ein Bidifass. Ein Bidifass. Das ist neu. Das will ich haben. Mag ich zwar eigentlich nicht, aber ein Bidifass. Das fangen wir uns jetzt. Was ist das da unten in dem Fluss? Was ist das? Da ist ein Pachirisu. Das ist auch neu. Was ist das in dem Fluss? Was ist denn das? Ja, ich habe ihn fast gefangen. Bestes Pokémon. An Togetic. Wo ist das Pachirisu hin? Getroffen. Das ist echt traurig, immer durch Fallschaden zu sterben. Da ist das Pachirisu. So, jetzt haben wir neue Pokémon gefunden. Keine mega guten, aber immerhin. Wir haben das Pikachu-Äquivalent dieser Generation gefunden. Pachirisu. Quiekel muss ich mir noch fangen. Habe ich ja jetzt die Koordinaten bekommen? Hab schon 7, ja klar. Okay. Stimmt, Mamutell ist diese Generation neu. Das ist auch cool. Das wird sicher cool. Gehen wir wieder hoch. Ach, das ist ein Onix. Ah, ich hab's nicht erkannt. Überhaupt nicht habe ich erkannt, was das ist. Okay. Ich war sehr verwirrt, was das ist. Aber klar. Bojelin und Bamelin gibt es diese Generation. Ja. Die sind auch ganz süß. Ich weiß nicht, ob das gut genug ist, um es ins Turnier mitzunehmen. Aber fand ich immer ganz cool, die Pokémon vom Design her irgendwie. Okay. Dass man hier nicht einfach hochklettern kann. Diese blöden hohen Hügel, ehrlich. Du bist kein neues Pokémon. Aber ich bin... Jetzt bin ich zufrieden. Jetzt haben wir ein paar neue gefangen. Ist gar nicht mehr ganz so kacke. Ein Trader, was willst du denn? Ja, genau. L
Vielleicht sieht man von hier aus noch irgendwas Neues. Da oben ist ein Staraptor. Cool. Ist da hinten Despota gespawnt? Okay, da hinten ist ein wildes Despota gespawnt, klar. Ah nee, das ist nicht kein wildes Despota, das ist ein wildes Kryosaro. Hi. Auch gut. Dass immer alle Leute auf einem Haufen abhängen. Der Trader hat sich lieber einen Abgrund gestürzt, als sich von mir ansprechen zu lassen. Auch gut, vielen Dank. Habe ich verstanden. Ja, ich glaube, ich habe hier oben alles. Alles, was so geht, habe ich hier oben schon geholt, weil ich hier auch schon viel Zeit verbracht habe. Ja, Pachirisu. Okay. Nassgnet gibt es, glaube ich, auch in der Generation, oder? Wenn ich nicht ganz falsch liege. Wie gesagt, Leute, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ich, also, ob ihr irgendwelche Vorschläge hättet, da ist noch ein Midifass, wie ich mein Team hier zusammenstellen könnte für die nächste Generation. Ich werde kein Midifass nehmen, nur zur Info, falls ihr euch das gefragt habt. Ob ihr da gute Ideen für habt, weil es sind ja einige starke Entwicklungen dazu gekommen. Togekiss, Kramchef. Kramchef ist cool. Vielleicht nehme ich Kramchef ins Team. Mal schauen. Ja. Wir sehen uns dann auf jeden Fall in einem Stream irgendwann wieder. Mal schauen. Ansonsten macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.